Burg Frankenstein, es ist dunkel und all diese Menschen sind gekommen, um hier das Fürchten zu lernen. Dabei bin ich gerne behilflich. Ist eine total coole Braut. Überhaupt keine Angst. So sollte es eigentlich klingen und so aussehen, wenn der Schrecken in die Glieder fährt. Kreisch, Burg Frankenstein bei Nacht, ein Ort des Grauens. Schlimme Dinge werden hier passieren. Als Aushilfsmonster muss ich die Burg derer von und zu Frankenstein natürlich einmal bei Tageslicht anschauen. 800 Jahre alt ist das Gemäuer, hoch über der Rheinebene bei Darmstadt gelegen. Seit 34 Jahren findet hier das ultimative Halloween-Spektakel statt, mit viel Liebe zum gruseligen Detail. Doch schon sinkt die Sonne und mir fällt ein, ich hatte doch noch eine Verabredung mit dieser hübschen Werwölfin namens Jenny. Jenny, so einen Job, den kriegt man nicht beim Arbeitsamt. Wie kommst du daran? Also das ist jetzt schon mein 7. Jahr, wo ich hier dabei bin. Und ich bin damals ganz normal über die Internetseite, übers Casting hier reingekommen. Was sind das für Leute, die diesen Job hier machen? Werden die bezahlt oder sind das Ehrenamtliche? Wie läuft das? Ja gut, bisschen bezahlt werden wir schon, aber das macht, also hier macht das keiner fürs Geld. Das macht einfach jedem von uns total viel Spaß, hier dabei zu sein. Darum geht's. Und dann zeigt mir die haarige Jenny in einer kleinen Privatvorstellung, wie man später im Dunkeln die Leute richtig erschreckt. Jenny, ich finde, du hast das total gut gemacht. Ja, du bist der Werwolf. Das ist nicht nur eine Rolle. Du bist es und ich finde das super. Ich glaube, von der Jenny kann ich noch viel lernen. Es wird allerhöchste Zeit, dass ich mich selber umziehen gehe. In der Umkleide am Torhaus herrscht mittlerweile Hochbetrieb. 99 Komparsen verwandeln Burg Frankenstein an den Wochenenden in ein Horrorkabinett. Da wird es auch schon mal eng vorm Spiegel. Ich glaube, ich besorge mir doch mal lieber erst das passende Outfit. Und zwar im Kostüm, genau. Hey Andrea, ich brauche Kostüm und Maske. Ich möchte nämlich jetzt auch mal die Leute erschrecken. Maske brauchst du keine, weil du bist so hässlich. Dich können wir so auf die Leute loslassen. Witzig bist du. Kostüm gucken wir mal. Die Andrea ist total witzig. Und sie ist die Herrin über einen unüberschaubaren Fundus gruseliger Kleider und Masken. Ohne sie ging hier so gut wie nichts. Schnell hat sie auch was Passendes für mich gefunden. Der gefällt mir. Okay. Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie mein Chef. Kleiner Scherz. Ne? So verkleidet kann es endlich losgehen. Die Gäste strömen bereits durch das mittlerweile dunkle Burggelände und erste Schreie gellen durch die Nacht. Besonders die Frauen scheinen empfänglich für Gruselattacken zu sein. Auch ich lasse meinen ganzen Charme spielen. Ich möchte nicht nach hinten gucken. Das Halloween-Team hat eine fantastische Kulisse geschaffen. Spannung ist garantiert. Hinter jeder Ecke lauert Gefahr. Und für uns Darsteller ist die Arbeit das pure Vergnügen. Wobei nicht mit jedem Monster ist zu spaßen. Oh, die Tür ist offen. Bleib drin. Ich hab Für Kinder unter 14 Jahren gibt es auch weniger heftige Veranstaltungen am Nachmittag. Wobei die Nächte schon was ganz Besonderes sind. Ich kann Ihnen sagen, so ein Abend auf Burg Frankenstein ist der absolute Knaller. Egal ob als Monster oder als Gast. Kommen Sie vorbei an einem dieser Winter- oder Herbstwochenenden, die noch übrig sind. Es ist einfach nur ein Riesenspaß. Man sollte es allerdings vermeiden, am Ende doch noch den Kopf zu verlieren.